Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über die Kohlenhydrate. Ich will euch nicht quälen, das schaut ein wenig chaotisch aus. Es sind Monosaccharide, also das sind die Einfachzucker, einfach der Haushaltszucker, Glucose, wie auch immer. Es ist ein Baustein, es ist ein Baustein von unserem Zucker. Da gibt es verschiedene, die Galaktose, die Glucose und die Fructose. Die Fructose steht zur Abseits, weil ich die heute auch noch mal näher beleuchten möchte. Dann gibt es die Disaccharide, also den Zweifachzucker. Und das reiche ich euch mal durch, da könnt ihr es euch mal näher angucken. Zweifachzucker ist in der Frucht, haben wir Glucose und Fructose. In der Milch haben wir Glucose und Galaktose. Also es ist so zusammengesteckt. Das gebe ich euch mal so durch, dann könnt ihr euch das so ein bisschen anschauen, auseinanderlegen. Und der Körper legt das auseinander. Wie gesagt, wenn wir gut kauen, dann spüren wir das auch schon, dass es süßer wird im Mund. Dann wird das schon im Mund zerlegt. Das gibt uns Energie. Und dann gibt es die Polysaccharide, also die Vielfachzucker, Kartoffel zum Beispiel. Die hat ganz viele solche einzelnen Bausteine. Und der Körper, der zerteilt die auch recht schnell. Also es gibt den glykämischen Index, der zeigt auf, ich esse was und nach 2 Stunden ist der Blutzucker in einer gewissen Höhe, das ist der glykämische Index. Und bei der Kartoffel ist er besonders hoch, weil der Körper kann das rucki-zucki, so eine Kartoffel, zerlegen. Also, wenn man mit dem Gewicht ein Thema hat, könnte man vielleicht mal statt 2 Kartoffeln nur eine essen. Wir brauchen die Kohlenhydrate, keine Frage. Aber was wir machen, wir essen tendenziell zu viel. Und wir sind teilweise, ja, nicht jeder natürlich. Ne? Wenn man achtsam ist, geht es besser. Wenn wir Stress haben, suchen wir uns die Kohlenhydrate, auch klar. Das kommt dann vielleicht noch bei den Hormonen. Ne? Also wenn wir Stresshormone ausschütten, dann braucht der Körper all das, was wir brauchen. Wenn der Tiger hinter uns her ist, dass die Muskelkraft, alles funktioniert, und dann brauchen wir Glucose. Das, und wir, was machen wir? Wir sitzen im Büro vielleicht oder was auch immer ihr arbeitet, und da sitzt der Chef. Ich sag, dann können wir sagen, ich renne schnell um den Block. Ich bin jetzt so aufgebracht und sie stressen mich derart, ich muss jetzt mal putzen. Das schaut blöd aus. Ich kann jetzt auch nicht zusammenkrümpfeln und mit dem einen Streit anfachen und ihn angreifen, das funktioniert auch nicht. Da brauchen wir ja auch ziemlich viel Kraft. Sondern wir stehen da und wir ignorieren das und der Körper reagiert. Und das tut uns nicht so gut. Deswegen ist es wichtig, dagegen zu regulieren. Also, dass wir Stressabbau betreiben. Und wie machen wir das? Indem wir laufen, indem wir uns bewegen. Und die Oligosaccharide, das sind die Mehrfachzucker, die jetzt in unseren Pflanzen sind. Also wenn wir ein Brokkoli essen, dann muss der Körper erstmal die unverdaulichen Zelluloseteile zerteilen. Also wird der Zucker viel langsamer frei. Der muss erstmal außenrum freischaufeln, bis er an die guten Energielieferanten rankommt. Das dauert viel, viel, viel länger. Und wir haben es aber gut, weil unsere Darmbakterien, die haben was zu essen. Die verhungern ja manchmal. Und die haben was zu essen und stellen kleine Fettsäuren her und die Buttersäure. Und die gelangt ins Gehirn und sagt, stopp, ich werde dann mal satt. Auch von der Fülle sagt der Körper dann, der Magen ist voll. Es ist jetzt gut, ich bin satt. Es dauert länger, bis wir satt sind. Deswegen ist es gut, wenn wir langsamer essen. Oder auch Vollkornprodukte, die brauchen auch viel länger. Wenn man sich vorstellt, so ein Korn hat außen eine Schale. Und wenn wir da weißes Mehl verwenden, dann ist da nicht mehr viel. Dann haben wir hier leicht zu habende Glucose für den Körper, Energie, pure Energie, versus ein Vollkornprodukt, wo der Körper viel, viel langsamer rankommt und wir nebenbei noch die Darmbakterien nähren. Also, es ist tendenziell besser, Vollkornprodukte zu wählen und weniger die Kohlenhydrate, an dem der Körper leicht drankommt. Gehört leider auch der Reis dazu, kommt da einfach leicht dran. Einfach mal ein bisschen bedachter mit den Lebensmitteln umgehen und einfach mal gucken, wo geht es mir nicht gut und wo kann ich was verändern.
Jetzt komme ich zu dem großen Meister Insulin. Ein Hormon, was dafür sorgt, dass der Zucker in den Gefäßen schnellstmöglichst verschwindet. Weil es schädigt, der Zucker schädigt die Gefäße. Das wissen wir, wenn man einen Diabetiker kennt, der dann schlecht sieht, der Nierenprobleme hat und durch Blutungsstörungen das Feeling nicht mehr, also das Gefühl nicht mehr in den Extremitäten hat, dann wissen wir, oh ja, der Zucker schädigt wohl offensichtlich die Gefäße. Also hat unser Körper, und der ist immer schlau, der gibt so viele Möglichkeiten, alles zu regulieren, hat das Insulin. Und das Insulin, ich habe es da mal so lustig da versucht darzustellen. Also wir haben hier die Zelle und die Zelle hat Rezeptoren und oder ein Schlüsselloch. Und das Insulin hat den Schlüssel, um aufzusperren, damit der Zucker da reinkommt. Wenn wir jetzt viel Zucker aufnehmen und viel Zucker durch die Blutbahn fährt, sozusagen, dann sagt die Zelle, da baue ich mal ein paar Rezeptoren ab, sonst kriege ich ganz viel Zucker da rein und mehr wie Energie brauche ich nicht. Wenn die Hütte voll ist, ist sie voll. Wenn ich ein Bücherregal habe, das voll ist, muss ich erst mal eins rausräumen, bevor wieder ein neues dazukommt. Also hilft sich die Zelle und schließt die Rezeptoren oder verschließt das Schlüsselloch, dass da gar kein Zucker mehr reinkommt. Das nennt man Insulinresistenz. Also die Zelle reagiert nicht mehr auf Insulin. Was macht der Körper? Es ist ja immer noch viel Zucker im Körper, wenn wir zu viel essen. Permanent zu viel essen an den Kohlenhydraten. Dann versucht das Insulin, also die Bauchspeicheldrüse, mehr Insulin zu produzieren. Was Insulin auch tut, in der Leber wird der Zucker eingebaut in Form von Fett. Das ist einfach kleiner, der Speicher. Dazu gibt es auch ein Hormon, das Glucagon. Es wird eingebaut und gespeichert für schlechte Zeiten. Wenn wir viel, viel, viel über einen langen Zeitraum einfach immer wieder zu viel essen, dann ist auch da der Speicher voll. Dann versucht die Leber, ein bisschen Fett durch den Körper zu schieben. Mal gucken, wer was braucht. Gerne nehmen die Muskelzellen auch was auf. Sagen, oh ja, Energie kann man immer gebrauchen. Aber irgendwann ist es mal voll, das Maß. Irgendwann ist mal gut. Der Insulinspiegel steigt weiter, weil der Zucker wird nicht untergebracht. Und der Körper kommt gar nicht mehr so richtig zurecht. Ein Blutzuckerspiegel über 180 wird dann, da wird die Nierenschwelle erreicht. Dann scheidet man den Zucker schon mal über die Niere aus, was einfach zu viel ist, was läuft über. Und dann kommen wir in so eine Situation, dann haben wir den Diabetes Typ 2, der heute auch schon bei Kindern teilweise festgestellt wird, weil der Körper zu viel von dem Ganzen hat. Das muss nicht so sein, kann so sein. Auch Stress, wie gesagt, also die Stresshormone helfen natürlich damit. Ne? Also die versuchen auch, Stress versucht immer irgendwo Energie herzubekommen. Ob wir die dann verbrauchen oder nicht, sei dahingestellt. Angenommen, ihr würdet ein Weißbrot essen, was sehr schnell verdaut wird. Wir kauen es und es wird sehr schnell, die Glucose wird sehr schnell frei. Also der Blutzuckerspiegel steigt sehr schnell, sehr hoch. Insulin kommt mit in den Körper und baut es ganz schnell ein. Also sackt der Blutzuckerspiegel wieder sehr schnell nach unten. Und wir haben wieder Hunger. Also wenn wir uns nur von Weißbrot ernähren würden, würden wir am Tag x-mal Weißbrot essen und immer wieder. Und immer wieder hätten wir die Spitzen und wieder die Leeren. Immer und immer wieder. Wenn wir ein Vollkornbrot essen, dann ist, wie gesagt, versucht der Körper langsamer daran zu kommen. Er kann nicht so schnell an die Glucose rankommen und der Blutzuckerspiegel steigt langsam an, grün, und auch ebenso der Insulinspiegel. Also so können wir das abwehren, dass wir zu viel Ernährung haben. Weil was zu viel, was wir jetzt direkt verbrauchen, wird in der Leber abgespeichert.